hier alle vertreten an diesem Wochenende. Jetzt habe ich auch definitiv Informationen, wie es denn weitergeht. Der Frank Wörtl mit seiner Bell-UH1C, die hier vorne startbereit steht, ist jetzt zunächst einmal der letzte Teilnehmer im Scale-Wettbewerb. Danach aber ihren Spaß haben und vor allen Dingen, dass die Fluggeräte heil bleiben. Das ist das Entscheidende. Wir wollen hier keinen Bruch produzieren, sondern wir wollen Spaß haben und uns in dieser Form im olympischen Gedanke ein bisschen in unserem Hobby messen. Ja, und auch hier sehen wir den Christian, der auf dem vorderen Flugbett unterwegs ist. Das ist einer von unseren eines unserer Nachwuchstalente. Im freien 3D fliegt er alles Mögliche. Aber auch hier sehen wir, wie ich eben schon gesagt habe, die Kollegen oder die Jungs, die halt in der Luft sind. So, jetzt für die Zuschauer, die neu dazugekommen sind. Das ist unser Geschicklichkeitswettbewerb, der da unten abläuft. Wir haben zwei Felder. Die Piloten fliegen nicht gegeneinander, sondern die fliegen an Punkte. Die erste Aufgabe, wo beide Piloten jetzt gerade beschäftigt sind, da stehen zwei Pylone und die müssen mit dem hochgestellten Flaschen, das sind 10 Stück, mit einem Abstand von 2 Metern, abzuräumen. Das heißt, die müssen mit dem Kufenbügel umgestoßen werden. Es darf keine ausgelassen werden und jede umgestoßene Flasche zählt als ein Punkt. Ich glaube, ich stehe irgendwo im Funkloch. Dafür hat der Pilot 30 Sekunden Zeit. Heute Morgen wurde ein bisschen gelächelt, weil einige sagten, nach 30 Sekunden, dann ziehen wir den Schrauber rüber und alles liegt. Aber Sie sehen, es ist gar nicht so einfach. Das sind alles schwere Figuren, die auch vom Anfänger, der das Modellhubschrauberfliegen gerade erlernt, bewerkstelligt werden können. Nichts außerordentlich Schweres, aber mit den Windbedingungen heute zusammen auch für erfahrene Piloten eine kleine Herausforderung. Aber wie gesagt, keiner der Anfänger soll sich davon zurückschrecken lassen und da nicht mitmachen. Die 30 Sekunden Zeit sind vorbei. Der Job, der fliegt zum nächsten Feld, wo die nächste Aufgabe zu erfliegen ist. Und zwar müssen hier diese Pylone, die in diesen Kreisen stehen, von einem Kreis in den anderen transportiert werden. An den Pylonen sind oben Drahtenden dran, die umgebogen sind, sodass der Pilot das Ding aufnehmen kann, wie der Job uns das jetzt gerade perfekt demonstriert hat, und dann in dem nächsten Kreis, einer der freien, wieder absetzt. Einen kleinen Zwischenapplaus für den Lob, das war perfekt gemacht. Mit holländischer Perfektion sogar fast in die Mitte gesetzt. Das ist gar nicht nötig, das reicht, wenn der Pylon in dem Feld abgesetzt wird. Jetzt hat er aus Sicherheitsgründen den Hubschrauber abgestellt, um den Pylon wieder aufstellen zu können. Jetzt wird er den nächsten aufnehmen und wieder versetzen und dafür hat der Pylon auch eine Minute Zeit. Und die Anzahl der Pylone, wie sie hin und her gesetzt werden, werden gezählt und als Punkte gewertet. Schön, ne? Alles hier am Rumrennen, aber vielleicht, wenn der Kai nachher geflogen ist, habe ich dann auch mal eine Gelegenheit, eine Kleinigkeit. Der Hubschrauber muss kurz über der Stelle schweben, wo er ganz sicher. Und mein letzter Stand der Dinge ist der, dass bis hin, die sich da angemeldet haben. Wenn da vielleicht noch der eine oder andere sagt, hey, ich mache da mit, das geht. Das ist eine Alternative dazu. Und der Bernd. Der Bernd ist. Jos 500 hat abgehoben. Das ist zum Beispiel die erste Aufgabe, die gestellt ist im Rahmen des Skill-Wettbewerbs. Erstmal ein bisschen abheben und auf der Stelle schweben, so wie das ein richtiger Helikopter auch machen würde. Und dann. Thank you.
Und auch er ist wieder heil die Drehzahl erreicht. Eben haben wir sie schon zu Genüge betrachtet und habe ich auch schon jede Menge zu diesem Unternehmen gesagt. Jetzt genießen wir den Flug im Rahmen des Skillflugwettbewerbs. Hier ist er, Kai Mathiesen, mit seiner Bell 412. Beim Rundflug ungefähr dem des Originals entspricht. Das heißt, wenn wir im Hubschrauber nicht allzu schnell fliegen, wenn das so ein Nachbau einer UH-1C ist, wie der Bernd sie jetzt hier gerade in die Luft gehoben hat, damit das Original gut aussieht. Es würde jetzt wirklich keinen Spaß machen, das Modell zu sehen, dass es im 3D-Stil hier vorgeflogen wird. Es ist faszinierend, was die Jungs mit ihren Hubschraubern hier zeigen, im 3D-Kunstflug. Das ist absolut Weltklasse, aber das würde halt nicht zu so einem Hubschrauber hier passen, unabhängig davon, dass es technisch nicht geht. Die Fluggeschwindigkeit ist halt eine Einteilung, dann kommt die Einteilung des Luftraumes, das heißt die Einteilung, das heißt die gleichmäßige Sinkrate, dass der Hubschrauber kontinuierlich langsamer wird und dann über den Landepunkt zum Schweben kommt, um dort dann wieder sauber und langsam abgesetzt zu werden. Relativ einfach die Aufgaben hier und auch hier für jeden, der im Scaleflug Anfänger ist, zu bewältigen. Es muss nicht sehr weit vorne geflogen werden. Daher kennt man eigentlich den Schrauben. Und hier wunderbar vorgeflogen, im Nasenschweben, im Karriere abgesetzt. Kleiner Applaus, Bernd Kötting. Weiß ich nicht, ob funktionstüchtig oder nicht. Aber das spielt jetzt auch zunächst mal für das Fliegen keine Rolle. Er kämpft jetzt auch ein bisschen gewinnt. Schauen wir hinzu. Frankie Lee Modell ist mit Sicherheit genauso sehenswert wie alle anderen. Einfach nach dem mal einen näheren Blick draufwerfen. Hier ist er, die US 500. Das ist der Hammer.